Ja, Münz, das ich es willkommen zurück zu Super Mario RPG. Tja, im letzten Part, da kam das liebe Krokodil doch nicht so weit, ne? Und wir haben es geschnappt, wir haben die Froschmünze oder was auch immer das grüne kleine Münzlein war, was Melle unbedingt wieder wollte, zurück. Ja, und jetzt sollen wir, glaube ich, wieder zurückgehen zum Schwammerlreich. Was auch immer das für ein komisches Reich ist. Ja, Und damit habe ich schon gerechnet, dass hier irgendwie gerade die Post abgeht. Warum sind hier springende Shy Guys, hallo? Kann ich hier auch angreifen, hallo? Ja, kann ich. Dann kann ich schon mit dem Toad reden. Dann schau mal, was das für Viecher sind. Scheichte. Es sind Scheichte. Okay. Scheichte. Oh Gott. Alter, ich habe gedacht, das wäre vor mir, das Ding, und nicht auf mir. Interessante Sache, Scheichter. Scheiger ist auf so ein, wie heißt das denn? So ein. Oh! Oder als ob der nicht getroffen hat. Ich hab vergessen, wie das Ding heißt, ne? Der hat aber extrem viel Verteidigung, ne? Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Lalalalala. Ich glaube, ich mache ein bisschen leiser noch für mich. Danke, Mario. Ich werde jetzt Ausschau halten, aber jetzt ist jeder verdächtig. Nebenbei, das habe ich gefunden. 10 Münzen halten. Hast du die gestohlen? Ich bin nicht aufgeregt. Mein Hals. Was hat der denn für eine... Hallo? Warum hast du epileptische Anfälle? Was hat der denn da? Ich glaube, der hat Angst eher. Bitte lassen Sie genügend Geld für Items hier. Der Inhaber. Weil er Angst hat. Hä, aber das kann doch jeder wegstehlen. Hier haben wir neue Ausrüstung bekommen. Ist der richtige Knopf hier? Ja. Nee, das wollte ich nicht tun. Ich wollte kaufen. Hä? Also ich bin mal wieder völlig... Und das ist der Kaufknopf? Genau. So, was haben wir hier? Das sind aber alles noch die alten Sachen, ne? Kraftmache, halt, schnelles Problem brauchen wir nicht. Muntermache haben wir. Wir haben auch hier... Das haben wir alles. Das brauchen wir ja nicht. Die Heilnadel, ja, aber wir sind nicht einmal... Nicht einmal sind wir vergiftet worden. Ausgerüstet haben wir alles. Ja. Wir können da nichts, ja. Nein, ich wollte zu ihm gehen. Hallo? Entschuldigung. Du willst, was? Wie kann man mit so einer, zu so einer Zeit einkaufen? Na, was du willst und lass etwas Geld da. Kann ich mich jetzt hier hinstellen endlich? Ja, aber hier ist immer noch nichts. Ich echt. Okay, dann halt nicht. Unten ist wahrscheinlich auch nichts los, ne? Da waren wir 33 Mal schon gefühlt. Ich hab's immer noch mit meinen komischen. Immer wenn ich Beispiel mache. Es ist echt so weit gegangen, dass ich alles mit 33, irgendwas mit 3. Ich weiß nicht warum. Ich versteh's halt echt nicht, hallo? Okay, man kann erst mit den Leuten reden, wenn man die gerettet hat. Scheichte, du kommst nicht weit. Stopp hier. Oh Gott. Ja, wow. Die machen auch extrem viel Schaden, ne? Ich hab gerade überlegt, ob ich nicht lieber Spezialangriffe machen sollte, ne? Aber. Ich denke nicht. Brauchen wir nicht. HP Max. Was macht er jetzt? Sauge. Mann, bitte saug mich nicht. Bitte saug mich doch nicht ein. Das Ding ist. Was viel, viel interessanter wäre zu wissen, wo kommen die Viecher plötzlich her? Da waren wir kurz mal nicht da und plötzlich ist auch die Sonne verschwunden. Weil ich meine, hier ist es schon ein bisschen dunkler als eben. Mario erreicht Level 5. Ja, schön. Oh, lol. Das gibt halt echt. Es gibt echt viel, HP mehr. Gut. Was machen wir? Machen wir Angriff oder mehr HP? Wir nehmen, glaube ich, den Angriff. Ja. Ich habe mich. Fuck. Ich habe mich noch nicht informiert. Wegen magischer Angriff und sowas. Wow, ich halte meine Versprechen immer sehr gut ein, ja. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Trotzdem vielen Dank, Mario. Hey, das ist die Brieftasche, die das Krokodil mir geklaut hat. Kann ich sie zurückhaben? Na, Siggi. Habe ich eine eingesammelt? Wusste ich gar nicht. Vielen Dank. Hier, ich gebe dir das als Belohnung. Komm schon, nimm es ruhig. Was denn? Blumenpille, Alter. Scheiße. Hat nicht Kroko eins getroppt? Also ich drücke immer den falschen Knopf, ne? Hat
Kroko nicht sogar Blumenpille getroppt? Ja, zwei. Scheißendreck. Erhöht Blumenpunkte um ein. Ach, okay. Die sind alle für uns Blumenpunkte. Okay. Blumentrank, was ist das? Erhöht Blumenpunkte um 3. Ah, nee, das hat er getroppt, oder? Ja, mach mal. Das ist ziemlich heiß. Muss man echt mal hier so gerade mal sagen. Ja. Gut. Ja, okay, jetzt sagt das gleiche. Was ist hier drin los? Hallo? Schön zu sehen, wie viel Spaß hier haben. Mhm. Groß, nicht schaurig. Also, ich bin hier drin, okay? Aber ich will draußen spielen. Ja, das kannst du halt nicht, mein kleiner lieber Toad-Junge. Ja, ja. Ja. Ich denke mal, ich überspringe die Kämpfe jetzt. Deswegen würde ich sagen, ey, bis gleich. Tja, das ging tatsächlich relativ zackig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren zwar drei Gegner diesmal, aber... Ja. Oh, Hallöchen, Bobüchen. Ja, sie hat recht. Warten wir besser, bis es draußen etwas ruhiger wird. Ich habe nicht mal mit ihr als erstes geredet. Ich habe den perfekten Platz zum Heiraten gefunden, aber jetzt ist es zu gefährlich. Tja, das ist natürlich very bad. Schon wieder so ein Vieh. Hä? Huh! Okay, warte, ich hole mir das auch mal wieder, ne? Ich liebe die, Musik, wenn mein Gegner bekämpft hat, ne? Dieses, ach du Scheiße, ist denn das hier? Da ist etwas in unserer Küche. Hilfe! Aha. Hoffentlich geht es meinem Bruder gut. Schau, schreckliche Dings. Mach was. Hallo, das sind vielleicht auch... Die haben vielleicht Augengefühl und Herzen. Vielleicht müssen die das machen, die armen Typen da. Ich sage total gemein. Aber gut. Das ist jetzt wie so eine... Ja, es ist was Spezielles. Okay, dann krasser Kampf im Haus. Wow, wow. Ich hab den Typen auch gerade. Wow. Mit einem Hit von Mario, also mit einem Schlag direkt besiegt. Weil ich irgendwie 38 Schaden gemacht habe aus irgendwelchen Gründen. Nein. Das kann man, glaube ich, nicht blocken. Also ich bezweifle, dass man diese Dinge blocken kann. Glaube ich nicht. Wow, das war total dämlich, aber ich habe ihn trotzdem besiegt. Cool. Ich habe einfach nicht gedrückt. Mellow bekommt Level Up. Sehr geil. Machen wir auch den Angriff, weil der hat echt viel zu wenig. Wobei man es auch immer noch sagen muss, Mellow hat keine Waffe. Das muss man immer wieder dazu sagen. Und erst wenn Mellow eine Waffe hat, kann man das hier so richtig, sag ich mal, abwiegen. Beziehungsweise im Statusmenü nachschauen, wo man... warte, ganz kurz mal. So, ich habe nur schnell überprüft, die Tür abgeschlossen ist, weil... Man will ja keine, ungeplanten Gäste haben, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Achso, im Statusmenü kann man ja nachschauen, wie die Werte wären, wenn man nicht nichts ausgerüstet hätte. Dementsprechend kann man das ja schon, einkalkulieren und nachschauen und überprüfen. Danke, Mario. Mein Sohn ist doch oben. Ups, ich habe ihn komplett vergessen. Ja, da kennt man ja, ne? Wenn man viel zu viele Söhne hat, da vergisst man auch gerne mal einen. Hier Status. Mario hat einen Angriff von 34 normalerweise, aber jetzt 44 mit der Waffe. Heißt es wahrscheinlich, ne? Mellow 32, also hat schon weniger. Ne? Gut, also ist es nicht schlimm, dass ich Mellow jetzt doch den Angriff des Angriffs plus gegeben habe. Haben die nicht, sind die sogar andere Level? Ne, sind beide Level 5 jetzt, okay. Gut, gut, okay. Dann schauen wir mal nach oben. Oh Gott. Das ist wundervoll. Und jeder hat Schiss und die tanzen zusammen. Das ist geil. Ich habe Angst. Was? Du hast Angst? Hä? Das sieht ja gar nicht so aus. Hallo, ich tanze mit euch. Darf ich nicht? Boinki, 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 kann der springen? Darf ich mitspringen? Das ist wundervoll. Ha! Schade, dass es noch nicht so was gibt wie Erstangriff. Irgendwie ziemlich unbefriedigend, auf Gegner zu springen, wenn die dann überhaupt gar keine Art von Erstangriff herrscht. Das ist halt echt ein bisschen zäh. Naja. Dafür ist die Kampfmusik natürlich echt wunderschön, ne? Muss man echt sagen. Du und dein Sauger. Weg damit. Naja. Aber man muss auch tatsächlich dazu sagen,
dass das hier immer noch der erste Teil ist. Also der erste, das erste RPG, worin Mario dann die Hauptrolle hatte. Von daher. Wirklich, vielen Dank für alles. Ja, habe ich gern gemacht. Ja, als kleines Zeichen unserer Anerkennung. Also immer diese Blumenpillen. Du wirst wie Mario. Du wirst wie Mario, hörst du? Juhu! Ich glaube. Ich glaube, das ist nicht gesund. Ich kann am höchsten springen. Tja, ne, das dachtest du auch nur, ne? Kann ich mich auch. Nee, auf. Doch, oh Gott! Ich kann mich immer noch auf den stellen, oder wie? Das sieht sehr gesund aus. Ja. Warum auch nicht, ne? Nee, mit euch reden werde ich nicht immer, weil warum sollte ich? Ach du Scheiße, da kommt direkt mein Gesicht gesprungen. Die kommen alle da raus, ne? Okay. Naja, ne, dann gehen wir erstmal woanders hin. Hier. Oh, wow! Was für wow! Das ist doch nicht. Ist doch nicht. Jetzt ist wieder drei, ach du Gott. Das ist doch nichts, was man toll finden kann. Ich meine, okay, gut, wie gesagt. Wer weiß, was sie hier machen? Vielleicht müssen sie das tun, ne? Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Also, tatsächlich weiß ich es tatsächlich gar nicht mehr. Ob die zu Smithy Gang gehören? Das Ding ist, das muss ich auch immer noch dazu sagen. Ich habe Mario RPG mal gespielt. Mal. Früher. Auch als das Play geguckt, aber beides ist lange her. Also wirklich. Mario RPG ist sicherlich, wo ich das erste Mal mit Emulatoren rumgefuchtelt hab. Und dann habe ich irgendwann Super Mario RPG gesehen und dachte mir so, hä? Warum kenne ich das nicht? Und es ist ein Mario RPG. Und dann dachte ich mir so, oh lol, cool. Und dann gibt es gibt noch, ich sag mal, ich will nicht spoilern, aber ich kenne mich noch bis zu einer Stelle aus. Also, auch wenn ich das noch kennen sollte, weiß ich nicht, warum die Viecher jetzt hier rumspringen. Aber das hier rumspringen, das wusste ich noch. Ja. Hotel. Was ist denn hier mit dem Hotel los? Bleibst du für eine Nacht? Kostet dich nur 3 Münzen. Die brauche ich immer noch nicht. Wie Glück, Mario. Was ist hier los? Wurde die Prinzessin von diesen Dingern da draußen entführt? Sind sie Teil davon? Ich weiß nicht. Leise. Hol mir. Leise. Ich weiß nur nicht, was das für ein Typ ist, ne? Was ist hier oben los? Nix, ne? Ja. Doch, hier steht jemand. Siehste, ich bin wach. Jetzt werde ich hoffentlich viel gewinnen. Hä? Ich weiß, der lag letztes Mal schlafend im Bett, aber was willst du denn gewinnen? Weich mir mal. Muss auch mal sein, ne? Schwammerreich. Immer noch der komischste Name überhaupt. Wer hat sich. Welcher der deutschen Übersetzer dachte sich, okay, kommen wir ins Schwammerreich? Vielleicht ist das ein Pilz, ich weiß es nicht. Gut, haben wir alle Häuser abgeklappert, alles gemacht und getan? Ich glaube tatsächlich. Ist es der Fall? Nein, da wollte ich gar nicht rein. Dann lass uns mal dort reingehen. Aber nochmal abwarten, bis der nächste rausspringt. Ja. So. Den springe ich überall rum. Das Ding ist halt die Respawn, deswegen will ich halt nicht. Will ich halt nur ungern wieder den Typen begegnen. Hey, die kann ich bekämpfen. Also, bis gleich. Tja. Das ging schnell. Das Ding ist, die sind halt echt nicht schwer zu bekämpfen. Das kann doch nicht sein. Wow. Drücke ich auf den Knopf, weil ich denke, jetzt kommt der nächste Kampf. Und dann bleibe ich auf die Viechern stehen. Kann ich da hochspringen? Schade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will. Das hatte ich jetzt nicht vor. Nicht so still, Freundchen. Schau ihn dir an. Kann ich mal springen? Hey, wir könnten auf seinen Kopf springen. Ja, jetzt kommt der Kampf. Boah, Sniffitz, sag ich schon. Scheiger ist zu sprechen, es ist hier. Ich kann nicht mehr reden. Es geht einfach nicht mehr. Es ist echt schon eine kleine Herausforderung, muss man echt mal hier so sagen. Musst du den Controller loslassen, damit ich dann die Nase zuhalten kann. Tja. Ich komme immer noch nicht auf den Begriff, ne? Pogo-Stick. Oh, zum Glück hat das. Ist es fehlgeschlagen, die Attacke von ihm, weil ich habe gerade rumgefuchtelt. Oh Gott. Tja, das war ja wundervoll. Ja, das ist ja wunderbar. Ja. Und das ist jetzt hier drin gewesen? Ja, Todstuhlzimmer.
Warum haben die da vor der Tür gestanden, wenn hier die ganzen Toads waren? Nein! Der Kanzler ist doch im Thronsaal! Gut, das ist nicht gut. Was sind diese Dinger da draußen wohl? Scheingeist, mein Lieber. Scheister, meine ich. Immer noch der geilste Name. Scheister. Ja, was sind sie denn vom Beruf? Scheiße! Ich hab Angst! Das ist nicht schlimm. Du kannst noch nicht im Bett hier und der Prinzessin schlafen. Hast du denn keinen nehmen? Hä? Das habe ich auch nicht getan. Ich habe das Gefühl, die wollen mich alle hier judgen, obwohl ich nichts getan habe. Ich verlasse jetzt wieder. Aber ich speichere nochmal kurz, ne? Das darf ich ja noch. Ich hoffe, wir haken die Schlosser heute noch ab, ne? Weil, nicht, dass wir jetzt bis zum nächsten Party rumgeistern. Das Ding ist, ich versuche die Gegner... Warum? Warum komme ich nicht da ran? Hallo? Achso, von der Treppe aus. Schon ein bisschen fies, ne? War das eine Froschmünze? Oder war das eine normale Münze? Hätte ich jetzt nicht sehen können. Vielleicht sind ja auch so welche? Nee. Okay. Ja gut, hätte ja sein können. Na gut. Dann befreien wir den mal. Sollte ja eigentlich ganz simpel funktionieren. Das Ding ist, ich habe einen Schaden braucht jetzt nur noch. Dann wäre er direkt instant weg, aber... Oder brauche ich schnell ein Level up. Level up. Warum macht er plötzlich 12 Schaden? Was war denn jetzt los? Mellow? Was war los? Nee, doch nicht. Okay, er braucht doch mehr Schaden. 38 müsste es gewesen sein, glaube ich. Wie habe ich 38 Schaden gemacht? Bin ein bisschen verwirrt. Ich habe keinen Plan. Ah ja, gut. Jetzt bringt doch der André um. Diese Wache, da will ich ihn retten und er rennt ins nächste Zimmer. Hä? So viel zu dem Thema. Meint er den hier oder wie? Dieses Vieh? Hallo? Hallo? Ich verstehe irgendwie überhaupt nicht, warum der jetzt aus dem Zimmer rausgegangen ist, um die Scheiße zu rächen. Zu retten. Oh! Oh Gott, das war ein bisschen krass schnell. Habe ich ihn gerade instant... Habe ich gerade, oder? Ich bin verwirrt. Ich bin maximal verwirrt. Aber okay. HP Max. Das ist immer schön, wenn man das bekommt. Da muss man sich nicht heilen. Das ist echt total geil. Gab es in keinem anderen Mario RPG mehr. Also wenn ich jetzt überlege. Gut, okay. Vielleicht die Orden in Mario und Luigi. Weil man dann sich dann auch heilen kann. Man braucht halt nichts zu dingsen, ne? Jo, du hast das schon gesagt gerade, ne? Ah, okay. Okay, nee, doch nicht. Was gibt's jetzt hier? Ist es nicht Todd 12 Zimmer oder so? Alter, warum müsst ihr denn euch immer gegen die Wand... sanitär... bespäßeln? Muss ich nicht verstehen, oder? Weißt du was? Ich gefunden habe eine Goldmütze. Eine echte Goldmütze. Das habe ich jetzt aussichtlich versprungen. Ich meine natürlich, das habe ich im Keller gefunden. Hier, nimm du es. Aufwachnadel? Entschuldigung? Ich halte Wache. Niemand nimmt unsere Schätze. Ja. Immer schön gucken, ob hier Froschmünzen sind, ne? Ja. Dann möchte ich mal gucken, was es gerade ist. Item. Und ich drücke mal wieder den falschen Knopf. Ach, wie schön, wir haben ja eine Blumenpille bekommen. Ja, ich muss sie alle einlösen. Okay, diese komische Wachennadel ist gar nicht hier drin. Spezialitem? Froschmünze. Ausrüsten oder wie? Aufwachnadel. Schützt vor Stumm und Schlaf. Das ist aber nicht die, die man kaufen konnte, oder? Also jetzt, ich meine jetzt, die man... nee, die hat gegen Gift, glaube ich, ne? Ja. Warum hat er jetzt sich so komisch umgedreht? Was hat er denn? Jo, hör auf, bitte zu reden. Du nervst mich. Ich glaube, das ist ein anderer, ne? Der kommt nämlich hier entgegenlaufen, weil der verfolgt wird. Ach so. Ja, wenn das so ist, dann möchte ich ihn mal befreien. Also, das ist aber schon komisch, ne? Wie kann ich jetzt gleich sicherstellen, dass ich den gerettet habe? Fragen über Fragen.
und fast schon über 20 Minuten. Wie gesagt, ich möchte nicht jetzt, also ungern jetzt 30 Minuten Parts machen. Aber wenn wir heute nicht drüber, ja, oh, ja. Das war schrecklich. Alle versteckten sich im Zimmer der Prinzessin. Nur ich war zu langsam zu fliehen. Hoffentlich wird niemand verletzt. Du gibst mir gar nichts? Nichts? Keine Belohnung? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, hier kommt er. Es geht allen gut? Danke, Mario, natürlich. Wieder von Mario gerettet. Ich kann dich nur jemals danken. Oh nein, der Kanzler ist noch im Thronsaal. Was? Das ist schrecklich. Aber mit Mario sind wir sicher, oder? Na klar. Also, los jetzt. Hey, stopp. Warte mal kurz, ja? Jetzt, guck mal, das wusste ich gar nicht, dass jemand bekommt. Bitte nimm das. Die Prinzessin hätte das gewollt. Blumenpille. Ich dachte jetzt irgendeine geile Ausrüstung oder das Peaches Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber nein. Immer diese Blumenpillen. Ich meine, klar, Spezial und so und das ist toll und... Ja gut, ich glaube, es kommt jetzt auch ein Bosskampf, kann das sein? Weil ich meine, wenn die uns so... Viel Glück, Mario, zeig es ihnen. Ja, es ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ein Bosskampf. Also ich weiß es nicht mehr, ich habe jetzt nur noch... Ja, den muss ich bekämpfen, tut mir leid, der steht direkt vor der Tür. Ich habe jetzt nur die Vermutung, dass es, naja, ein Riesenscheiger sein könnte. Ich weiß nicht warum, also ein Riesen... Pogo-Stick springender Scheiger, ein Riesenscheister. Scheichter, meine ich. Upsala, das ist kein Scheichter. Ein Scheister, das ist ein Scheichter. Weil, ich habe das irgendwie in Erinnerung, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Aber es würde gut irgendwie passen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso. Es würde irgendwie gut passen. Auch wenn es keinen Sinn macht. Achso, hier, ich verstehe. Okay, gut. Das ist einfach die gute Verteilung von Mello wahrscheinlich, weil er einen Schaden bekommt, als ob. Und, Mario nur, Mario 4. Das ist, denke ich mal, daran, weil, liegt daran, weil Mello eine krassere Verteidigung hat. So, jetzt immer Mario und dann, bumm, und dann ist er weg. Ist weg, weg, weg. Wie viel Erfahrungspunkt bekomme ich? 5. Komm, ich bin jetzt mal richtig widerlich und schau mal, wie viel, Punkte ich noch brauche. Ich glaube, ich hole mir gerade nochmal ein Level ab. Also bis gleich, ne? Weil, wenn man schon die Gelegenheit dazu hat, ne? Also bis gleich. So, Mario reicht Level 6. Haben wir das auch nochmal hinbekommen. Und Mario erlernt Supersprung. Da hat sich das doch nochmal gelohnt. Daran habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, dass Mario jetzt noch eine neue Fähigkeit erlernt. Aber ich hole noch schnell Mellows. So, Level up für Malau, genau. Mello, ein Psychopath, ah. Sondern ich verstehe immer noch nicht, was ich davon nehmen soll. Deswegen, ich nehme Angriff, weil Mello das theoretisch bräuchte. Wobei ich glaube auch die Verteidigung davon hochgeht. So, ich möchte mal gerade gucken. Wir haben uns doch eben noch geheilt, aber das war nicht dort, das war drüben, ne? Da möchte ich gerade nochmal schauen, ob ich das nochmal darf. Das war doch nicht hier, ne? Weil dann möchte ich nochmal ganz... Lennox, den mein Hund, ne? Wollte eben rein, weil er vor der Tür steht. Jetzt sitzt er neben mir und jaunt. Hier, da müsste das gehen. Jetzt nämlich genau. Jetzt sind wir voll geheilt, okay. Lennox, was ist denn los? Ich weiß nicht, was er will. Er stört mich gerade. Das gibt's nicht, ne? Das ist echt ein bisschen traurig. Sonst will er nie Aufmerksamkeit von mir. Und dann, wenn er es will, dann ist es unpassend. Ja, was denn? Okay, sind mal Gegner. Kann ich ganz kurz mal pausieren. Also bis gleich. So, Freunde der Sonne. Mein Hund jetzt gerade mal gefragt, was der hat. Er hat mir keine Antwort gegeben. Jetzt hängt er an meinem Bein. Ich hoffe, er wird jetzt nicht gleich hier die Zeremonie zerstören. Was glaubst du, wo die alle hin sind? Nun Leute, sieht aus, als hätten wir ein neues Zuhause. Wir können den ganzen Tag springen, keine Situation wie. Juhu, springt mir die Nacht hindurch. Oh Gott, das sind aber komische Leute, ne? Können wir mit denen reden? Und dann können wir nicht.
Nicht so schnell, Freundchen. Schau dir an, kann nicht mal springen. Hey, wir können auf seinen Kopf springen. Bitte wer? Oh Gott. Okay, es ist kein Angriff, zum Glück. Oh Gott. Was ist das? Also ich hatte halbwegs recht, denke ich. Mac, es ist Mac. Hör zu, Leute. Die wollen unsere Party zerstören. Sind wir glücklich darüber, hä? Du verlangst danach. Oh, nee, zeig es mir. Du hast den falschen Auge ausgesucht, Pupchen. Wie willst du deiner dicken Lippe zu diesem hässlichen Bart? Oh Gott. Was ist das? Mac? Alter, Hilfe. Mach ich erstmal Feuerball. Ich müsste ja schon die Bodyguards auch ausschalten, ne? Sonst greifen die mich ja die ganze Zeit an. Ah, wohl oder übel muss ich das tun, ne? Vielleicht kann Mellow. Oh Gott. Ja, die Level-Ups war sinnvoll. Hier mit Psychopath, was ist das denn? Mac? Ich mach mal. Ah! 84 HP hat er. Interessant. Sauge, oh nein. Aber das ist krass. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Flammenwand. Oh! Uff. Ja, okay, macht aber dafür nicht so viel Schaden. Hm. Aber ich würde sagen, Mario schaltet die selbst aus, weil ich glaube, Mello ist immer noch nicht so stark genug, um die auszuschalten. Deswegen Donnerschlag auf alle. Ich weiß leider immer noch nicht, ob man das timen kann. Mac ist verblüfft. Wir sind halt zu krass, oder wie? Supersprung, mach mal da drauf. Ah, okay, Mehrfachsprung. Ja, Psychopath mache ich nicht nochmal. Bringt ja ein bisschen wenig. Na, ich weiß ja nicht, wann man drücken muss. Und dann flammen wir schon wieder. Stopp! Was ist das denn für ein Vieh? Der springt auf ein Schwert, steht auf dem Schwert. Ich versteh's nicht. Ich versteh den nicht. Muss ich das verstehen, was gerade passiert ist? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich muss es nicht verstehen. 52, okay. Das ist kein Unterschied. Vielleicht sollte ich gleich mal einen HP-Regen machen. Aber der Schaden ist leider. Was? Warum nicht? Warum leider? Ja, dann normalen Sprung. 46, das geht doch klar. Jetzt haben wir nichts mehr. Zellinox, mach mich still. Rosa? Willst du auch Mac um? Ja, soll Mac leihen? Ja, soll der Captain. Wir hauen jetzt mal auf die Schnüsse, ne? Auf die Schnüsse? Was? Was? Hey, es sind wieder Bodyguards dazu. Komm, was soll das denn? Freunde der Sonne. Das ist kein gutes Zeichen. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, wir greifen Mac an, nehmen als Mellow. Achso, okay, Seitwechseln. Ich dachte schon hier, nehmen Honigsirup auf egal wen. 10. Wir müssen gleich einen Donnerschlag machen. Gott. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, wenn die alle angreifen können, dann gehen wir richtig schnell down. Ja. Oh Gott, wo ist Mac hin? Freunde? Hoffentlich kommt der nicht gleich runtergesprungen. Also auf einen von uns, ne? 10 von 24. Was heißt denn das jetzt da oben links? Ich versteh's halt echt nicht, ne? Ich versteh's nicht. Das muss ich mit allem mal angucken. Na komm, mach einen Donnerschlag. Wenn das denn reicht. Es reicht nicht. Dann war das richtig dämlich. Dann war das richtig dumm. Dann hätte ich lieber einzeln angreifen sollen. Weil Mario macht zu viel Schaden. Gut, okay, Mello kann jetzt erlegen, ja, aber. Was das wert ist? HP Max! Das ist auf jeden Fall wert. Attack him! Boom. Mit
da ist Mac wieder. Nee, pass auf. Mello, du nimmst jetzt... Ja, Lennox. Mello ist doof. Wir wissen es jetzt. Nimmst du mal einen Honigsirup, gell? Oder geht's dir nicht? Was hast du denn? Findest du Mello auch doof? Ein umsonst, das ist gut. Und ein Flamme. Brennt der? Nee, ich glaube, der kann gar nicht brennen, ne? Wegen dem komischen Ding. Kann das sein? Okay, Supersprung. Ich glaube. Okay, er ist einfach tot, Lennox, er ist tot. Mac ist weg. Mac ist weg. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es. Dass er instant jetzt tot ist. Was ist das? Das ist doch so ein Sternteil, ne? So ein Stück von der Sterntüngsbums, wo es runtergefallen ist, gell? Von der Star Road, glaube ich. Und was das oben war. Ja, Lennox, das ist ein trauriger Moment, ich weiß. Nein, ich weiß es gar nicht. Sternenstück! Das sind doch die zwei Scheißers. Sternteile, ja, heißt sogar so. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich gerade richtig gezählt? Ich weiß es nicht. Das sind die noch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warum ist es nicht gut? Der Bärtig ist stark. Stark, ja. Machen wir den Bass. Komm. Okay. Kanzler, hallo. Walzen, du bist Mario eine Erleichterung. Mario hat mich wieder gerettet, ja. Aber wer waren die? Kanzler? Sir, Gott sei Dank geht es Ihnen gut. Ja. Mario, du warst es also, der ihn gerettet hat. Wir schulden dir sehr viel. Aha. Au, oh, wow, das war eine krasse Story. Ich komme auf. Klar, das ist die Prinzessin und jetzt das. Das ist zu viel. Mario, wie wär's, wenn wir Opa um Hilfe bitten würden? Weiß alles. Entschuldigung, aber wer bist du? Oh, hallo, ich heiße Mello, ich komme vom Froschteich. Marios Freunde sind immer in Schwammerlreich willkommen. Ich sagte, Mario, bist du unsere letzte Hoffnung? Mario, bitte, du musst die Prinzessin retten, jetzt! Mario, ich stehe auch in deiner Schuld. Gehen wir zu meinem Opa, zum Froschteich. Er kann uns sicher helfen. Halt, warum bin ich eigentlich nach Schwammerlreich gekommen? Ich werde es wohl noch herausfinden. Hä? Er weiß nicht mehr, warum er hier hingekommen ist und sagt dann so, ja, wir können es herausfinden. Könnte Mac dieses schwerartige Monster etwas mit dem Sternteil des Mario-Fans zu tun haben? Unsere Helden gehen nun zum Kero-Kanal. Oh Gott, da habe ich aber Erinnerung. Der Kero-Kanal. Ja, Wobei, wir gehen jetzt nirgendwo hin. Wir bleiben jetzt hier sitzen und der Platz ist ein bisschen lang geworden. Also, es tut mir leid für die Überlänge, aber Mac muss weg. Bis dann. Ich hoffe, es war toll. Es wird nächste Folge noch toller. Wir sind uns im Tollland. Ja, und da wird es ganz toll würdig sein. Also, bis dann. Bleibt münzig. Der Kanzler, der guckt uns ganz toll an mit seinem Schnurrbart. Wir sehen uns. Bis dann, bleibt münzig und Tschüssikowski.